Yo, liebe Gamer-Engineers, schön, dass ihr mit dabei seid, hier beim Part 27 von The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja, heute habe ich endlich den Part nachgedreht, der mir verloren gegangen ist und ich glaube, ich habe irgendwas an meinen Einstellungen verändert, denn der Ton ist schon wieder nicht da. Ah, oh, das ist ja viel besser, wenn man die schöne Musik hört. Ja, und jetzt kann ich, wenn ich will, endlich mein Lieblingsminispiel in diesem göttlichen Let's Play spielen. Und zwar mit dem Vogel. Aber zuvor habe ich leider noch andere Scheiße zu erledigen. Gott sei Dank kann ich auf meinem Tablet endlich dauerhaft zum Wolf wechseln. In dem Nebenpart habe ich im Übrigen eine Geisterlaterne gefangen, weil ich ja nicht darauf bedacht war, dass ich ja hier noch nicht die Viecher jagen kann. Und irgendwo hier müsste es eine Stelle zum Graben geben, die mich wo ganz speziell hinführt. Oder war das nicht hier? Ach Blödsinn, wo gehe ich denn hin? Ah, hallo, ich bin gleich da. Es gibt hier eine sagenhafte Attraktion, willst du sie nicht ausprobieren? Dieses Spiel besteht darin, auf einem Weg zum Ziel möglichst viele Luftballons kaputt zu machen. Du bekommst für Melonen einen Punkt, für Orangen drei Punkte und für Erdbeeren 10 Punkte. Ah ja, wenn du mehrere Ballons der gleichen Sorte hintereinander kaputt machst, bekommst du die doppelte Punktzahl. Wenn du mittendrin aufhörst, ist es egal, wie viele Punkte du vorher hattest. Das Ergebnis ist dann 0 Punkte. Neustart mit B. Wenn du mehr als 10.000 erreichst, bekommst du etwas. Aber das schaffst du eh nie. Also dann. Sobald du abhebst, beginnt das Spiel. Ja. Dabei muss man jetzt Folgendes beachten. Und zwar, dass man die Kombo-Punkte braucht. Andernfalls ist es nur sehr schwer möglich. Ich sage euch Leute, holt euch auf jeden Fall einen Kombo ab. Sonst werdet ihr einiges an Problemen gut machen müssen. Das Blöde daran ist, ja, also die Szene kann man eigentlich abbrechen. Ich weiß jetzt nicht, ob man pflichtweise die Ballons so kaputt machen muss oder ob es reicht, sie einfach anzufliegen. Nee, es reicht, sie einfach anzufliegen. Das Gute daran ist, wenn man die Kombo-Punkte beachtet, dass man hohe Punktzahlen bekommen kann. Es spielt natürlich wieder diese Bonus-Game-Musik. Ja, das ist gemein. Ich glaube, man muss jetzt sogar wieder von vorne anfangen. Ja, die Steuerung ist hier sehr dreckig. Die Bewegungssteuerung wäre hier einiges genauer. Gott sei Dank muss man nicht wieder heulen. Also da haben sie schon mitgedacht, dass das doch ein bisschen zu nervig ist. Ich muss mir nur die Kamera ein bisschen anders einstellen, weil ich habe das Gefühl, die spielt da nicht so mit wie in der Wii-Fassung. Es gibt einige Vor- und Nachteile, was die Minispiele betrifft in der Wii und in der Wii U-Fassung. Schneller würde ich auf keinen Fall fliegen. Und da oben ist schon die erste Erdbeere. So, und jetzt sammelt am besten nichts anderes mehr ein. Oh, 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 oh. Das ist nämlich dann umso besser, denn die Wertung. Oh, oh, oh. Oh. Heilige Scheiße, wie machen die denn da? Oh, 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 nein, 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 nein. Oh, das ist so gemein.
Und ihr seht schon, jedes Mal bekommt man den Multiplikator. Hey! Aber das hätte... Also entweder die haben die Hitboxen hier extrem hochgeschraubt oder B, das ist ein extremer Betrug hier. Was aber egal ist, weil wir ja sowieso die 10.000 haben. Naja, hätten wir jetzt nicht diese dämliche Dummheit begangen und hätten die Melone eingesammelt, wow. Hätte man jetzt natürlich noch wesentlich mehr Punkte ergattern können. Man sieht ja eh, wie viel da noch möglich ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass es extremst genau sein muss. Und ja, die Hitbox der kleinen Erdbeeren ist natürlich nach unten geschraubt worden wahrscheinlich. Also ich glaube, der korrekte Begriff dafür ist gebufft und genervt. Also gebufft für höher gesetzt, genervt für kleiner gesetzt. Aber immerhin, wir haben die 10.000. Das heißt, wir schaffen es schon mal, dass wir hier ein Herzteil gewinnen. Unglaublich! 10.562 Punkte, aber du hast über 10.000. Hier, nimm das dafür. Denk aber jetzt bloß nicht, das gebe ich dir, weil ich das besonders, weil ich dich besonders mag oder so. Nee, passt schon. Na, das ist toll, oder? Ja, die Höchstpunktezahl könnte ich auch noch erreichen. Das wäre dann, wenn ich am Anfang diese Orangen einsammle in der Combo. Was da genau allerdings die ultimative Höchstpunktezahl ist, kann ich euch nicht sagen. Geld kann man natürlich dort keins gewinnen, weil der Wolfling ja irgendwie schlecht bezahlen könnte. Müsste höchstens Midna könnte irgendwie Rubine freimachen dafür. Hier gibt es dann auch noch ein Minispiel, allerdings muss man für das bezahlen und ich habe momentan einfach kein Geld. Linke ist eine arme Sau, das Hartz IV kommt erst wieder im nächsten Monat. Oder halt bei uns der Notstand. Ja, Österreich ist ein bisschen anders. Aber tatsächlich unterscheiden wir uns von den Deutschen original in 5 Dingen. Erstens den Lebensmittel ausdrücken, obwohl wir dieselbe Sprache und dieselben Lebensmittel haben, sagen wir anders dazu. Außer teilweise die Bayern, meine Lieblingslandsfreunde. Ich muss sagen, die Bayern habe ich ganz gern. Die sind leibend. Ja. Dann auf jeden Fall noch in der Mentalität. Bayern sind ja durchgehend etwas striktere, aber durchaus lustige Leute. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Geht das? Nö. Hier oben gibt es, glaube ich, auch Minimum eine Laterne, sage ich immer dazu. Mir fällt der Begriff nie ein. Also, ich glaube, es heißt eh Seelengeist, aber... Wenn man hier im 45-Grad-Winkel gegen die Strömung arbeitet, kommt man ganz gut zurecht. Hier taucht ihr dann, glaube ich, sogar eh auf. Da müssen wir nur ein bisschen warten. Runter zum Fluss kommt man im Übrigen auch auf eine ähnliche Weise, wie man hergekommen ist. Aber ich würde empfehlen, warbt euch nach unten. Ich brauche jetzt erstmal die Minikarte. Und ich muss abwarten, wo sich die Laterne jetzt befindet. Kommt die bald oder wartet die noch? Oder habe ich die eventuell sogar schon? Ich finde es ja lustig, dass Links Feld tropfen kann, obwohl er noch im Wasser steht. Oh, er setzt sich hin. Er kann sitzen. Ist das süß. Aber jetzt momentan leider nicht brauchbar. Ich glaube, die Laterne habe ich schon. Falls sie denn... Nö! Jetzt auf einmal ist sie da. Oh, komm her, du Drecksack. Dass du mich hier warten lässt. Jetzt gibt's alles. Was zum... Link, du bist ein Vollidiot.
Was zum... Und jetzt setzt den korrekten Fangstoß ein. Gott sei Dank hat mir nicht das Herzteil geheilt, weil ich glaube am Anfang hatte ich nur 3 Leben oder so. Aber den Button mit zum Wolf und zum Menschen werden, den hätten sie ja eigentlich weglassen können. Oder kann man das Spiel auch komplett ohne Tablet spielen? Das weiß ich jetzt nämlich ehrlich gesagt gar nicht. Kann man das mal jemand vielleicht in die Kommis schicken? Weil ich möchte es nicht ausprobieren, weil es ist irrsinnig praktisch. Und wenn das Tablet neben einem steht. Ja. Sonst. So, hier irgend. Na gut, wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch gleich die anderen. Ich glaube, hier gibt es noch 5 Laternen herunten. Eine ist dann, glaube ich, noch im Sora-Gebiet. Die andere müsste vorläufig. Zwei sind im Sora-Gebiet. Eine ist dann folglich noch. Ach, hier ist das, was ich gesucht habe vorhin. Vor einigen Folgen. Komme ich da als Wolf rüber? Naja, sollte schon gehen. So, da vorne haben wir noch eine. Da vorne haben wir noch eine. Da oben weiß ich nicht, aber ich glaube, das zählt nicht zu Ranell. So, da oben haben wir. Also in dem Part haben wir einiges zu tun. Ah, das ist wieder wie immer ganz einfach. Und irgendwann kommt sau spät auch nochmal eine Note. Aber ich weiß nicht, wo das war. Egal, so geht's immer am schnellsten. Leute, vergesst, dass ihr euch das vorheulen lasst. Einfach mal blind rauf, runter, rauf, rauf, hin, her, hin, her. Das ist am besten und vor allem, es geht auch am schnellsten. Ist das die Ballade des Windfisches? Oder verwechsel ich da gerade was? Ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher. Und jetzt hat man kurzzeitig links im Bilde was gesehen, was einen den nächsten Ort spoilert. Das ist ein bisschen blöd, dass ich das halt jetzt schon... Ja, das ist sogar out of bounds, also momentan zumindest noch. Das Gebiet kennen wir nämlich gar nicht. Und jetzt müssen wir den Schattenspiegel finden. Wow, fallen mir da ja nicht ab. Dass mich die blöden Mistviecher auch jedes Mal treffen müssen. So dann, jetzt gib her. Drecksau. Sodale, da vorne ist noch eine, da vorne ist noch eine. Ich weiß nicht, warum die manchmal da ist und die nicht. Okay. Was machen wir als nächstes? Als nächstes gehen wir in die zweite Lampenhöhle. Habe ich genug Lampenöl? Ja, das sollte auf jeden Fall genügen. Bam. Wow, 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 wow. Hey. Was? Den Dreck möchte ich nicht haben. Danke. Verzichte. Kommst du her?
Das brauche ich nicht, hallo. Die Fee hat wieder mal Glitches verwendet. Na endlich! Die Fee aktiviert sich ja Gott sei Dank automatisch. Sie füllt halt lediglich nur 8 Herzen auf. Das ist halt der Nachteil. Und in der Bude da drinnen werden wir Pfeile brauchen. Wir werden Bomben brauchen. Das ist mal das Wichtigste. Pfeilbomben, weiß ich nicht, ob wir es brauchen können. Ich kombiniere es halt mal. Aus Jux und Tollerei. Wir müssen in dem Part noch einiges erledigen, also müssen wir uns wirklich ranhalten. Zumindest, wenn ich das so machen kann, wie ich es mir vorstelle, dann kann ich allerdings eine leere Flasche noch auf Y legen. Was? Ich habe doch da die leere Flasche hingetan, oder? Ach, das Spiel verarscht mich ja eh wieder. So. Okay, hier geht's weiter. Man merkt auch immer daran, die Räume, die beleuchtet sind, dass die eher weniger darauf abzielen, dass man weiterkommt. Hier drinnen findet man außerdem ein hohes Maß an Geld. Was natürlich heißt, man sollte mit eventuell leerer Börse hier vorbeischauen. Bei Gelegenheit. So, als nächstes ist es hier wichtig, hier alles mit diesem komischen Gelee voll zu haben. Am besten, man nimmt sich so viel mit wie geht. Ihr könnt es ja nachher schließlich immer noch verscherbeln. Nee, Blödsinn, das geht nicht, aber jedes andere. Okay, was nehmen wir dann am besten? Ach, nehmen wir den Bumerang. Hm? Ich würde die Lampe sowieso nur verwenden, wenn es unbedingt notwendig ist, wenn man kein Öl hat. Sie wird nicht oft gebraucht, das sage ich noch dazu. Also, vor allem hier Lampenöl extra mit reinzunehmen. Ich sag's wie es ist, es zahlt sich nicht aus. Also man findet hier gerade in der Remaster-Version. Und gegen die Schnecken braucht man auch keine wirklichen Pfeile, weil die hängen eh alle so schief. Das heißt, die Sichtweite von denen ist eh so hoch, dass sie viel zu früh runterkommen. Hier ist eine Laterne drinnen. Hier sind, glaube ich, 2 von diesen blöden Geistern. Ganz ehrlich, finde ich aber nicht schlecht versteckt. Die Lampenhöhle, weiß ich nicht, ja, je nachdem wie man sich auskennt in diesem Spiel, braucht man halt unterschiedlich lange. Okay, hier gibt es dann nur die Möglichkeit, dass man nach rechts kommt. Okay, gut, das war schon mal richtig. Dann findet man hier natürlich fortlaufend Pfeile, Rubine, Bomben, sonstigen Schmarrn, den man eh nicht brauchen kann. Außer die Rubine, die braucht man noch. Und jetzt ist hier etwas mehr Vorsicht geboten, weil runterfallen ist nicht so eine gute Idee. Bam. Ja. Wow. Okay, normale Pfeile. Ich sag's ja, ich hab's drauf mit dem Scheiß. Der Bogen ist genau meins. Ich muss sagen, ich spiele auch gern in puncto Resident Evil mit dem Bogen sehr gerne. Ich glaube, es geht nach rechts weiter. Deswegen, ja, genau. Man könnte hier auch Herzen finden. Das wäre, glaube ich, weniger. Ups, da hätte ich fast mein Mikrokabel verbogen. Das ist nämlich so ein ganz beschissenes Kabel, was verdammte 35 Euro kostet, wenn man es nachbestellt. Das ist total kacke.
Das ist nämlich so ein Mikro-HDMI auf USB. Ich meine, mein Mikrokabel stammt von der Firma Audio Technica. Die liefern super Qualität, also was dieses Mikro betrifft von ihnen. Du allerhand Achtung! Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, was die Rate betrifft, wie sie es machen, oder besser gesagt, wie viele Ersatzteile man dafür kriegt, ist das ein bisschen scheiße. Zusätzlich muss man halt noch immer aufpassen, dass man ja nur nicht das Kabel kaputt macht. Denn, wie gesagt, eins mit Versand hier nach Österreich, Deutschland und ich glaube auch nach Ungarn, kostet 35 Euro. Natürlich alles inklusive, also mit Garantie auch noch, dass das Ding hält. Und das Miese daran ist ja, wenn man Micro-HDMI aus- und einsteckt, dass es schnell kaputt geht. Also ich habe inzwischen schon mein drittes und das ist kein Jahr her, dass das erste kaputt gegangen ist. Die Ersatzteile sind, und das muss man ehrlich dazu sagen, gar nicht mal so übel. Sie sehen exakt aus wie das Original, das Julianische Stempel J. Ja, ist halt so, kann man nichts machen. Man muss halt auf sein Zeug aufpassen, aber die Kabel, und ich stecke das immer aus und ein, das muss ich mir irgendwann mal abgewöhnen. Gott sei Dank gibt es die Wirbelattacke für sowas. Und das war auch ziemlich waghalsig, aber solange es geht, geht's halt, ne? Okay. Erfindet man wieder Bomben. Es gibt auch die Möglichkeit hier, glaube ich, dass man... Habe ich schon? Ah, ja, genau. Habe ich schon das erste gefunden. Hier könnte man zum ersten Mal zurückgehen. Also für den Fall, dass einem zum Beispiel das Öl ausgeht oder Co. Man startet allerdings nicht dann von hier, sondern man muss dann schon von weiter hinten, also wieder vom Anfang an... Wow! Da ist ja noch so ein Kerl. Man muss dann schon wieder von ganz von vorn anfangen. Das ist halt schade, aber irgendwie auch verständlich. Naja, wenn man zu dumm ist, dass man genug Ausrüstung hierin mitnimmt. Andererseits, wenn du es nicht kennst, kannst du es ja schließlich auch nicht wissen. Das, da finde ich die Ansätze... Ja, so ein bisschen gespalten bin ich da, wie ich das jetzt genau bewerten soll. Ich finde es gut, dass es Lampenhöhlen gibt. Das macht es nochmal so einen kleinen Mini-Dungeon-Flair, gibt einem das irgendwie. Allerdings, ja, es braucht es jetzt nicht unbedingt. Und hier gibt es dann das erste Mal ein bisschen mehr Kohle. Ups, das wäre jetzt fast daneben gegangen. Naja, gut, kann passieren. So, hier erinnere ich mich noch an... Genau. Da vorne ist die zweite Laterne und dann dieses komische... Ja, an dieses komische Feld hier. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, dass ich hier an der Seite entlang geglitscht bin. Ich habe keine Ahnung, ich bin mit einer Rolle einfach drüber. Oder war das hier? Ach egal, in irgendeiner von diesen Gruben bin ich mal auf der anderen Seite drüber geglitscht. Kann ich allerdings nicht sagen, welche das war. Und ehrlich gesagt, ich hatte vor, dass ich die Lampenhöhle in einem Part schaffe und danach noch was anderes erledigen kann. War ich eigentlich komplett irre, dass ich das schaffen wollte? Das ist ja fast unmöglich. Ich bin ja froh, wenn ich die Lampenhöhle jetzt noch in den Part kriege. Aber eigentlich müsste das gehen. Weil viel kommt ja nicht mehr. Oder? War die noch größer? Zugegeben, weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass sie tief war. Also die erste war nichts dagegen. Und in den... In zwei Parts werden wir dann endlich in den nächsten Dungeon aufbrechen. Halt!
Da oben ist ja noch eine Truhe. Die habe ich nicht aufgemacht, weil ich gesehen habe, dass die Karte nicht aufgedeckt wurde. Hier ist nochmal 50er drinnen. Naja, geht voran. Jetzt habe ich schon das Geld beisammen, was ich brauchen würde, um an dem oberen Minispiel teilzunehmen. Mache ich jetzt allerdings in dem Part nicht mehr. So dann. Fall erledigt. Die Dodongos kann man mit dem Masterschwert ja schon ziemlich leibernd killen. Das geht flott. Okay, hier geht's weiter. Füllen wir mal die Lampe wieder nach, danach können wir uns wieder Öl holen. Also man sieht, gerade hier im Remaster braucht man schon ein bisschen mehr Öl. Das ist... ja... ja, man kann sich auch direkt mit der Lampe in das... also man kann die Lampe auch direkt ins Öl reinhalten. Sollte vielleicht nicht unbedingt angezündet sein, aber ist ja wurscht. Schließlich ist nicht mein Leben und das ist ein Videospiel. Und wie wir alle wissen, sind Videospiele nicht die logischsten Dinge auf dieser Welt. Die erste wirkliche physikalisch korrekte Engine in Bezug aufs Spiel müsste, glaube ich, Plants vs. Zombies haben. Also ein irrsinnig altes PC und jetzt inzwischen auch neueres Mobile Game. Mit immer wieder neuen Auflagen, gibt es ja schon im zweiten Teil auch davon. Das ist auch eine der ersten wirklichen Engines, die Logik mit einbezogen. Wo? Oh. Moment. Hier gibt es noch eine Laterne? Also noch so einen Seelengeist? Nein, 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 nein. Boah. Und eines haben sie verbessert. Früher, wenn Link an der Kante stand, ging er immer beim Schlag einen Schritt zurück und musste sich dann dranhängen und man hat, ja, man hing dann halt an der Kante und hat nicht zugeschlagen. Das haben sich hier schön verbessert. Okay, vorsichtig, ich war ein bisschen zu voreilig. Mir ist es nämlich schon mal passiert, und jetzt nicht lachen, ich bin auf dieses Podest gesprungen, weil der Geist weiter hinten war und wurde dann rausgebeamt aus der Höhle. Ernsthaft, ja. Ich. So, und jetzt Achtung, nicht vergessen, die Laternen anzünden, denn hier ist auch noch etwas drinnen, was wir brauchen können. So, und im nächsten Part werden wir dann auf die Jagd nach diesen Geistern gehen. Ich sag mal, habe die Ehre, merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oh.